Was haben die Alpen mit molekularer Grundlagenforschung zu tun? Stellen wir uns einen Wanderer vor, der ohne Karte in einer Berglandschaft unterwegs ist. Sein Ziel ist es, aus diesem Tal in eines der umliegenden Täler zu kommen. Ohne Hilfsmittel jedoch ist seine Wanderung vom Zufall abhängig und benötigt viel Zeit. Im Tal kann er sich keinen Überblick über die gesamte Berglandschaft verschaffen. Er überblickt nur einen winzigen Ausschnitt der gesamten Landschaft. Ohne Ortskenntnis ist er auf langwieriges Suchen nach dem richtigen Gebirgspfad angewiesen. Sehen wir die Situation des Wanderers aus der Vogelperspektive, so wird die Schwierigkeit deutlich. Seine Bewegungen sind in diesem großen Maßstab kaum mehr erkennbar, es sei denn, wir warten sehr, sehr lange. Wenn der Wanderer nur lange genug herumirrt, wird er irgendwann ein anderes Tal finden. Doch ohne Karte bleibt die Erkundung des gesamten Gebirges eine unrealistische Aufgabe für ihn. Was hat das alles mit Molekülen zu tun? Moleküle sind nicht nur starre Gebilde aus Atomen, sondern sie sind beweglich und können auch verschiedene geometrische Formen annehmen. Zudem sind manche Zustände energetisch ungünstiger als andere. Zum Beispiel, wenn sich gleichgeladene Atomgruppen zu nahe kommen, ist die Energie in der Landschaft wesentlich höher. Ein Molekül verhält sich ähnlich wie der Wanderer im Gebirge. Im Zeitraffer durchwandert es wie die rote Kurve im Energiegebirge einige Täler nacheinander, überwindet so manchen Gebirgspass und ändert dabei häufig seine Form. Wenn wir allerdings den Zeitraffer ausschalten, dann sehen wir, dass das Molekül sehr lange in seinem Tal herumirrt, wie die grüne Kurve, und seine Form dabei nicht ändert. Also brauchen wir einen starken Zeitraffer, um alle Täler sehen zu können und damit alle verschiedenen Formen eines Moleküls. Diese wiederum können verschiedene Funktionsweisen bedeuten. Für uns ist es daher sehr wichtig, diese Form und die Übergänge zwischen ihnen zu kartografisieren. Eine mathematisch sehr anspruchsvolle Aufgabe, da es nicht so einfach ist, einen Zeitraffer auf molekularer Ebene zu entwickeln, der die Bewegung des Moleküls nicht verfälscht. Wissenschaftler des Martheon der Freien Universität Berlin und dem Konrad-Zuse-Zentrum beschäftigen sich seit Jahren mit der Grundlagenforschung. Ihr 3D-Studio ermöglicht es sogar, hochkomplexe Moleküle in ihren Bewegungen darzustellen. So können sich Wissenschaftler und interessierte Besucher einen Eindruck verschaffen, wie sich Moleküle in unterschiedlichen Formen und mit unterschiedlichen Funktionen bewegen. Wir sehen hier die dreidimensionale Darstellung eines Proteins mit allen Atomen und Bindungen. Das ist natürlich viel zu kompliziert. Man sieht hier das gezeigte Protein ist für die AIDS-Erkrankung mitverantwortlich. Die Wissenschaftler wollen herausfinden, wie man es eventuell ausschalten kann. Dafür müssen sie ein kleines Molekül finden, das sie wie einen Schlüssel in das hier sichtbare Loch im Protein hineinstecken können, um es ausschalten zu können. Diesen Schlüssel nennt man einen Liganden. Er muss genau passen. Ob ein Ligand passt, hängt natürlich von seinen möglichen Formen ab. Hier sehen wir den HIV-Liganden in zwei verschiedenen Geometrien. Man sieht deutlich, dass die wirklich verschieden sind. Und jetzt sehen wir, wie er sich wirklich bewegt. Und man erkennt, dass das Molekül vibriert, oszilliert. Und diese Wolken deuten an, dass die Form, in der es sich aufhält, ungefähr die gleiche bleibt, ohne sich groß zu ändern in den beiden Formen, aber dass die beiden Formen an sich voneinander sehr verschieden sind. Um die Wanderung eines Moleküls in seiner Energielandschaft zu verstehen, müssen wir Überblickskarten erarbeiten, mit denen wir vorhersagen können, wie ein Molekül von einem Tal ins nächste kommen kann. So wie unser Wanderer, der für seine Routenplanung eine gute Karte braucht, die mögliche Wege und die notwendige Zeit ausweist. Wir wollen in ähnlicher Weise Medizinern und Biochemikern Überblickskarten zur Verfügung stellen, die die wichtigen Bewegungen eines Moleküls nachvollziehbar machen. Unsere mathematische Forschung macht die Wanderung zu diesem Ziel besser planbar.